Einschüchtern. Bitte. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin ein Soldat. Ja, ich habe getötet, wenn es mir befohlen wurde. Vielleicht habe ich manchmal etwas über die Stränge geschlagen. Was heißt denn das schon wieder? Krieg ist Krieg, richtig? Das kann mir doch niemand zum Vorwurf machen, oder? Frauen, Kinder, Zivilisten im Allgemeinen sind tabu. Ja, ich meine jetzt, wenn der Gegner keine, also wenn der Gegner eine Frau ist, ist was anderes. Aber Zivilisten, Frauen, Männer und Kinder sind tabu. Ja. Ach, was habe ich getan? Bitte, was immer es auch ist, es tut mir leid. Der Fruchtlose, ah ja. Der Schleppschwanz. Ja. Was meinst denn du, alte Keule? Die Anspannung bringt mich noch um. Könnt ihr ergründen, wer den Auftrag hat? Wen werdet ihr wählen? Der Fulltime, das ist so ein Waschlappen. So eine Memme, dass der einen Söldner abgibt, das glaube ich nicht. Die Katze. Der geborene Mörder. Also bitte, was das Problem auch sein mag. Auftragskiller und Tochterschänder. Was für ein komischer Vogel. Mit dem haarigen Bimmel, glaube ich nicht. Die Alte hier. Naja. Immer das letzte Wort, zänkisch und nehmt großes ihr Maul. Diese Sachen ab. Nee. Nee, das geht man gar nicht, nein, das habe ich nicht im Ding drin. Objekt. Waffen. Ja, das können wir auch, aber erst später. Ja. Muss ich noch Favoriten? Vulkanglasschwert, 2 Stück. Das des Roten Adlers. 24 Schaden haben die Schwerter. Okay. Was haben denn die hier? Schaden 4. Ist ja auch für Kinder gedacht. Einmal speichern. So, dann hau ich ja mal aufs Maul, ne? Das war schon. Das ist aber schäbig. Ene mene miste, trappel in der Giste. Ene mene mu und raus bist du. Ich weiß, das ist super. Batsch. Was? Hat der gerade nur mit den Augen geblinzelt? War ein Scherz. Schau, schau. Da ist jemand ganz besonders eifrig. 3 Möglichkeiten, 3 Opfer. Einer von ihnen muss es auf jeden Fall gewesen sein. Warum also etwas riskieren? Wer war es? Wer hat den Auftrag? Ihr habt mir befohlen zu töten und ich habe es getan. Schweigen. Die meisten würden reden, doch ihr hört zu. Ihr denkt mit. Ihr versteht, was zählt. Dass ihr meine Befehle befolgt. Dass ihr tötet. Dann kann ich jetzt gehen? Natürlich. Und ihr habt eure Schuld voll und ganz beglichen. Hier ist der Schlüssel zur Hütte. Nur, warum sollte es hier enden? Ich sage, unsere Beziehung ist reif für den nächsten Schritt. Ich möchte eine offizielle Einladung zum Beitritt zu meiner Familie aussprechen. Der dunklen Bruderschaft. Im südwestlichen Teil von Himmelsrand im Kiefernwald findet ihr den Zugang zu unserer Zuflucht. Ihr liegt gleich unter der Straße, fernab von neugierigen Blicken. Wenn euch die schwarze Tür befragt, antwortet mit der richtigen Losung. Sie lautet: Still, mein Bruder. Dann seid ihr drinnen und euer neues Leben beginnt. Mhm. Wir sehen uns zu Hause. Das Telefon. Was? Ja. Zuflucht der Bruderschaft. Aber ich gehe jetzt erst schon mal knacken. Das habe ich mir verdient. 12, sagen wir mal 20 Stunden.
Ja. 2, 1, 0. Ein großer Sack mit Tomaten, danke. Oh, die Truhe ist leer. Die Kommode ist blutbespritzt und Schmiedeschürze, danke. Das Fass mit Kohl, Helmut Kohl. Na, Pussy. Ja. Liegt hier sonst noch was? Ach, du bist ja immer noch da. Vergesst nicht, die Zuflucht liegt im südlichen Teil des Kiefernwaldes, gleich unter der Straße, geschützt vor neugierigen Blicken. Muss ja Spaß machen, da oben zu hocken. So Häufle Elend. Ja. Gehen wir mal raus. Und dann können wir natürlich wieder nicht schnell reisen, weil irgendwelche Hoten in der Nähe sind. War ja klar. Ach ja, schnell reisen nicht möglich, weil irgendwelche Gegner da. Sag ich doch. Aber wo? Ach, guck mal, hier, Drache. Scheiße, Mann. Diesmal ist es ein Drache. Ich krieg ja die Motten heute. Da musst du aber ein bisschen früher aufstehen. Frostdrache. Oh, Canis. Wo ist er denn? Ach, da drüben ist er. Wieder ins Wasser. Bäh. Daneben. Hat er die da drüben schon platt gemacht? Geh weg. Ach, Mann, oh. Du meinst aber schon, dass ich immun bin. Fast immun. 50% gegen Frost. Weil Nord und so. Der Vogel weiß auch nicht, was er will. Könntest du vielleicht jetzt mal da bleiben, Häufelelend? Wo ist denn jetzt schon wieder da? Ist er? Der, wie wird der doch die Brühe stapf hier? Wen tut denn der eigentlich ständig angreifen? Hier ist doch gar keine Sau. Wen hat denn der hier angegriffen? Eine Schlammkrabbe vielleicht? Ja, natürlich. Nee. Oh. Cannabis? Sumpfbildschote, wenn ich wüsste, was das Zeug macht. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Da vorne fliegt er rum. Das ist eine Flocke, ey. Werde ich dir meinen Arsch schießen? Das war dein letzter Streich. Und der Tod erwartet dich sogleich. Frostdrache. Stahlkriegsaxt, Rikas Pfeile, 343 Gold, 3 Drachen, Schuppen und Knochen. Deine Seele gehört mir. Bastard. Du bist ein komischer Drache.
Affenseele aufgenommen. Guck mal, da liegt noch ein Pfeilchen von mir. Ist da noch ein Pfeil von mir? Immerhin habe ich ein paar Pfeile reingeballert. Nö, nee, sieht nicht so aus. Ist ja auch egal, passt schon. Geil. Können wir jetzt reisen, ne? Und zwar, wir gehen nochmal zu mir nach Hause, weil ich denke mal, ich weiß es nicht, ob ich mehr nochmal in die Küche gehen. Eins, zwei, drei Hühner. Jawohl, sind alle da. Einmal das was mit Zutaten. Falmer, Elfen, Eisrehrahmen und so weiter, bla bla bla. Da haben wir, waren wir schon drin. Aber hier haben wir nicht geguckt. Frostsalze. Schade. Glühstaub 17. Ja, weil ich habe ja hier drin und da drüben auch. Was habe ich denn eigentlich mitgenommen? Ah, guck mal. Die Feuersalze nicht. Die wollen wir da reintun? So. Nein, das gibt's nicht. Jetzt habe ich den Krug mitgenommen. Ah, Quatsch, hier. Das Nordmeet. Ich habe nur Nordmeet dabei. Echt? Okay. Also, dann nehme ich die Tasse auch noch mit. Und den Korb. Und das Zeug hier. Und den Krug und die Holzschale. Oh, die Perle. Und das Met nehme ich mit. Und Blutwein. Da haben wir den ganzen Schrott schon mal aus dem Haus raus. Milchkrug. Holzschale. Oh. Die Holzschale und diese komischen Dinger. Den Aldo-Wein nehme ich mit. Noch ein Milchkrug. Und die Holten. Ich wollte ja nicht nur die Holzschale haben, aber egal. Den gusseisernen Topf. Wir haben noch Salz. Nochmal Wein. Da hinten haben wir noch einen Becher. Und eine Gabel. So. Das. Und das. Mama, ihr seid Hoppala. Zu Hause. Ja, bin Kann da. Kann ich etwas Taschengeld bekommen? Natürlich. Ich würde mal sagen, sicher 1000 Stück. Was? Wirklich? Oh, Wahnsinn! Damit kann ich ja den ganzen Markt leer kaufen. Toll. Vielen Dank. Oh, ich weiß sowieso nicht, wohin mit der ganzen Kohle. Den Topf will ich mitnehmen. Ach, weißt du was, nehmen wir das auch noch mit. Was haben wir denn hier noch? Metfass, auch nicht schlecht. Den Korb nehme ich mit. Oh, Milchkrug. Butter. Oh, Mutter. So, haben wir hier alles? Eigentlich nicht. Die Kerze kann man nicht. Das Messer nehme ich noch mit. Den Mehlsack, jawohl, Lachs. Was alles? Oh, hier, Pferdefleisch. Geht, cool Teufel. Da steht da hinten ist nichts mehr. So, dann wird das Zeug noch schnell rein. Das zu essen, meine ich. Bier brauche ich nicht. Das Brot können wir rein tun. Die drei Äpfel, die Honignuscheln, die Hocke, Kartoffel, Kohl, Lauch, den Mammutrüssel von mir aus. Den Mehlsack, die Milchkrüge, das Muschelfleisch, hoppala, das Pferdefleisch. Naja. Wildbrett, Würzwein, Ziegenbein.
Was ich nicht reintun wollte, war Bier. Oder? Was war das? Was habe ich reingetan? Nutmeg habe ich reingetan. Genau. Pass mal auf, dann nehme ich die Dinger raus. Bis auf das Salz. Das Salz lassen wir drin. Macht ja nichts. Und dann tun wir jetzt die Zutaten rein. Den Barsch? Ja gut, okay.